Dann sie da versucht, ihn wiederzufinden. Durch eine Zeitraum-Dings da, bla bla bla. Weiß den Namen jetzt auch nicht mehr auswendig. Aber haben wir auch gefunden. Haben dann natürlich so viele Universen dann gefunden, beziehungsweise aufgezählt. Da wird natürlich aber später in anderen Quellen und sowas weiteres berichtet, dass es natürlich viel mehrere gibt. Es gibt sogar eine Zahl mit 15 Billionen. Das ist eine übertriebene Zahl. Und erledigt habe ich dich, Sideways. Rein theoretisch müsste da oben Einheit stehen, aber steht er natürlich nicht, weil wir ihn nicht gespielt haben. Ich habe deswegen Einheit nicht gespielt, was filmtechnisch nicht so viel Sinn möchte. Das Sideways, das macht ja Sideways im Film. Leider. Sideways starb leider auch bedeutenderweise viel zu schnell. Dafür überlebt er auch im Videospielen und anderen Comics-Dings da. Alle Decepticon-Ziele eliminiert. Die Kampfzone ist gesichert. Lass dich nicht täuschen, Draco Bay. Die Decepticons werden nicht so leicht aufgeben. Ich fürchte, Ironhide hat recht. Da der Allspark zerstört und Megatron besiegt ist, hoffte ich, sie würden diesen Planeten verlassen. Doch so wird es nicht sein. Sogar ich ziehe bei Kollateralschäden eine Grenze. Wir müssen uns da draußen zurückhalten. Wenn sich sogar Ironhide beschwert, dann ist klar, dass es ein Problem gibt. Wir müssen etwas ändern. Ironhide, wenn unsere Gegner nach Shanghai zurückkehren, wirst du auf sie warten. Mache dich bereit zum Aufbruch. Mir ist aufgefallen, dass die Basis diese Spitzen da, die unten sieht, alle diese Pyramidendinger da. Ich weiß nicht, wofür die da sein sollen. Ich sehe den Sinn und Zweck dahinter nicht. Wenn man Fahrzeug oder sowas ausgrenzen will, wäre doch ja eine kleine Leitmauer oder sowas besser. Einheit wird vermisst. Oh Gott, schon losgeschickt und schon wird er vermisst. Oh Gott. Er ist wohl verwundet oder Schlimmeres. Oder schlimmer. Finde und evakuiere ihn. Mal gucken. Ja gut, ich könnte auch Jazz spielen, was eigentlich theoretisch keinen Sinn macht, weil im ersten Film gestorben ist. Aber rein theoretisch, weil es ein anderes Universum ist. Also das natürlich an den Film angelehnt ist, aber das designtechnisch eben könnte er ihn theoretisch überlebt haben. Aber machen wir mal, wir können auch den Skin ändern von Ratchet. In G1-Farbe, da ist er rot und weiß gehalten. In dem Film ist er natürlich eher so gehalten. Aber spielen wir erstmal das Original. Ironhide ist in Shanghai untergetaucht. Vielleicht ist er beschädigt. Wir müssen ihn unverzüglich ausfindig machen. Bei der Decepticon-Kampagne haben die da ein bisschen mehr geredet. Seine Sender sollten seine Position übertragen. Irgendwas stimmt nicht. Ratchet hat ziemlich interessante Waffen, hat einmal ein Sturmgewehr. Und eine Reut zum Ausweichen, was auch ziemlich geil ist. Das machen nicht so viele. Zack, zack. Wir müssen ihn vor den Decepticons finden. Ja, Chef, bin schon dabei. Mist, war nicht hoch genug gesprungen. Das ist Ironhide. Du hast ihn gefunden. Ja, wie zur Hölle ist er da runter? Wie zur Hölle ist diese Krater da entstanden? Gerade rechtzeitig. Meine Reserveenergie war fast verbraucht. Ja, und Ratchet hat auch ihr kriegt Besuch. Ihr müsst einen Granatenwerfer zu sagen, der Gegner haften bleibt. Hat er schon gesehen da. So gut, sonst komme ich noch aus der Übung. So ein kleiner Kampf bringt das Spiel wieder zu. Angriff. Komm schon, Einheit, du bist ja immer der schießwütige Autobot hast und schießt schon viel. Einheit hat hier als Bewaffnung eine Schrotflinte, wie man hier zum Teil sehen konnte. Auch einen Granatenwerfer auch. Was ihn natürlich ziemlich stark macht. Also Einheit ist richtig eine starke Waffenplattform, die noch so eigentlich richtig schnell ist sogar. Also seine Mobilität ist auch ziemlich gut.
Danke für die Hilfe. Nach der langen Auszeit sind meine Gelenke ein wenig. Vor allem ein Multiplayer ist jetzt ziemlich stark, vor allem wenn der Gegner nachkommt, wenn der Schruffi ihn niederzuballern. Achtung! Auf dich kommen noch mehr verdeckte Operationen zu! Deshalb werden die Menschen nicht gewarnt. Bam. Feinde rücken näher. Ja, warum nicht? Der Overdrive ist eigentlich richtig mies. Vor allem, der Overdrive gibt sogar Multiplayer, was ich finde schon ein bisschen okay ist. Klar, bei dem Modus kann man immer noch sterben, also jedenfalls im Multiplayer in der Kampagne kann man nicht sterben, das ist man unverwundbar. Ja, wenn man Multiplayer ist, dann hat man noch wesentlich stärker als ohnehin schon ist. Vor allem bei Megatron Starscream wäre das richtig ätzend mit ihren Fähigkeiten. Oder allgemein ihre Bewaffnung. Waffen entsichern! Feinde greifen an! Schalte sie alle auf! Und tschüss. Aber man muss sagen, das Einzige, was in der Autobot-Kampagne ein bisschen besser gelungen ist, als bei den Decepticons, ist die Gegner-Variation. Ich meine, wir haben jetzt gerade nur zwei Missionen hier und da kommen schon so viele unterschiedliche Varianten angelatscht. Ich meine, die da oben können fliegen, in Helikopterformen, das sind schon mal... zwei Plattformen, okay, bei den Autobots, hier war schon high. Jawohl, jetzt hat Volltreffer. Dann gab es auch zwei Varianten schon, aber bei der späteren Kampagne gab es wesentlich mehr. Beziehungsweise, bei den Autobots gab es wesentlich mehr. Das werdet ihr hier noch sehen. Bei der Decepticons gab es ja eigentlich nur die eine ganz normalen kleinen Minisoldaten da und ganz großen linken Flammenwerfer. Und noch den Helikopter mit dem Raketenwerfer, Scharfschützendings da. Der mal wieder anvisiert, dann immer ausweichen musste. Sprungschuss. Nee, ich fliege überhaupt nicht. Ich greife nur den Feind etwas frontal an. Ja, komm, du hast eine Granate. Oh. Krieg ich richtig hart an die Fresse gerade? So, Überladung und kaputt. Dann hat er wohl mal Gas geben. Ja, zu viel blau, ich sehe nichts mehr. Und tschüss. Einer bewegt einen Hintern hin. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Zack. Das gibt gut für Energon. Das war der letzte. Ihr habt das Gebiet gesichert. Ein Nest-Team ist unterwegs, um euch rauszuholen. Mission erfüllt, Gentlemen. Wir sind keine Gentlemen, Major. Nur Autobots. Ja, und Ratchet hat als Nahkampfangriff meistens eine Kreissäge. Starscream natürlich hat irgendwie witzigerweise auch eine Kreissäge. Ich würde sagen, das lief doch recht ganz gut, würde ich sagen. Und das hat 80.000 Energon ergeben. Mal gucken, was die Jungs sagen. Ist Ironhide bereit für den Dienst? Ich wurde vollständig überholt, Prime. Ich bin für alles bereit. Noch eine Stunde in Shanghai und du wärst bereit zum Verschrotten gewesen. Du wärst inzwischen abgewrackt. Kaum so nützlich wie seine jetzige Form. Gut gemacht, Autobots. Wir sind sehr gründlich und das ist ein großer Vorteil. Wenn wir immer das gesamte Gebiet nach Zielen absuchen,
sollten wir die Decepticons besiegen können. Und wenn das nicht funktioniert, haben wir immer noch ordentlich Feuerkraft. Autobots, unser Kampf geht weiter. Im Hafengebiet ist ein neuer Kampf ausgebrochen. Juhu, noch ein Gebiet zum Durchballern. Hurra. Ah, natürlich jetzt noch mehr Energie. Mehr Gesundheit haben ist toll. Das wird jetzt ein Bosskampf werden. Demolisher, ein bislang unbekannter Decepticon, greift Shanghai an, zerstöre ihn. Oder dürfen wir den Big Boss höchst selbst spielen? Oder auch ein A-Bot. Aber komm, filmtechnisch passt es, dann nehmen wir Optimus Prime. Mit seinen 12 dicken, fetten Kanonen. In diesem Augenblick wird Shanghai von dem Decepticon Demolisher verwüstet. Wir müssen seinen Angriff aufhalten. Ja, ich sag ja, die Decepticons reden viel mehr. Diese Verwüstung wurde von einem uns unbekannten Decepticon angerichtet. Finde ihn! Juhu! Optimus Prime natürlich ist der stärkste aller Autobots. Sogar relativ schnell für einen Truck. Bam, bam. Ich muss sagen, ich finde Megatron, der Optimus Schwertling ist schon ziemlich cool. Die leuchten der Orange, ne? Oh, wir haben noch einen Scharfschützentypen. Was aber natürlich nichts ist, in meiner Meinung nach, zu Megatrons Armklinge. Halt still aus, Decepticon. Butsch, kaputt. Die Stadt hält nicht mehr viel aus. Finde dein Ziel. Okay, ich muss zugeben, die Hintergründe sind cool, wie hier vieles abbrennt. Der Molcher wird auch übrigens nur hier in den diese Mission erwähnt. Also bei Autobots wird die Decepticon-Kampagne ist nicht dabei. Dieser Decepticon sucht seinesgleichen. Er muss auf. Ich entschuldige mich, ich habe aus Versehen ein Wort hochspringen und da habe ich aus Versehen die Katzen übersprungen. Das wollte ich nicht. Hoffentlich ja. Du hast seine Aufmerksamkeit. Jetzt kommt der Spiegel. Ja, seine größte der ist ziemlich gigantisch groß, der Demolisher. Ich finde sogar, dass sein Aussehen ziemlich gut. Ich hätte sogar als kleines Kind sogar eine Spitzefigur von ihm gehabt. Die habe ich sogar von der Ostsee geholt. Ich glaube, als ich in Urlaub war. Ach ja, wo man sich noch alles erinnert, wenn man klein war. Da wünscht man sich an den Tagen immer wieder seine Jugend wieder. Weil das Leben doch noch einmal so viel schöner war. Du gehst auf die Nerven, Demolisher. Stoffpalm. Oh, fuck, war das knapp. Raketenhagel. Kannst du knicken. Ihr werdet diesen Planeten nicht beherrschen. The Fallen wird sich erheben. Und dieser Satz wurde genau aus dem Film gesagt. Beziehungsweise genauso ähnlich. Aber ich muss sagen, in den Filmen kommen sind die Autobots meiner Meinung nach nicht wirklich die Guten, weil sie irgendwie, alle umbringen einfach und ja. Okay, die Decepticons bringen ja auch fast alle oben.
Aber wenigstens machen Decepticons noch Gefangene. Die Autobots machen das irgendwie nicht so. Was irgendwie paradox ist, weil die eigentlich die Guten sein sollten und nicht umgekehrt. Oh, naja. Unser Bündnis hat dieses Jahr bereits 6 Decepticon-Angriffe zurückgeschlagen. Nie zuvor haben wir diese Warnung gehört. The Fallen wird zurückkehren. Prime, weißt du, wer oder was The Fallen sein könnte? Nein. Unsere Telemetrie zeigt an, dass wir unsere Ziele mit minimalem Schaden an der Umgebung eliminieren. Das ist Präzisionsarbeit, Autobots. Gut gemacht. Bevor wir Shanghai verlassen, gibt es aber noch mehr zu erledigen. Dann Mission verfügbar. Dann habe ich anscheinend nicht genügend Punkte für die restlichen Missionen. Ich habe jetzt gerade 13 Gesamtpunktzahl. Was fehlt mir noch? Ein Punkt. Kommunikationsanlagen muss ich hacken. Sekunde. Die Autobots haben keinen Kontakt zu Nest. Decepticons eliminieren, Anlage reparieren. Das ist doch eine Beschreibung, die seinesgleichen sucht. Wen nehmen wir für diese spezielle Aufgabe? Optimus Prime, warum nicht du? Hast du vorhin gut geschlagen, dann nehmen wir dich nochmal. Durch den Kampf in Shanghai wurde die gesamte Nestkommunikation unterbrochen. Finde und repariere die Nestanlagen, damit wir unsere Verbündeten kontaktieren können. Ja, Chef, mache ich. Beziehungsweise, du machst es selbst.